Herzlich willkommen, liebe Podcast-Abonnenten, zu Feuer und Flamme nach dem Spiel gegen den oder die Borussia, gegen den BVB. Den BVB oder die Borussia. Borussia. Ja, wir sind wieder in der WWK-Arena nach dem Spiel, um unsere gesammelten Eindrücke ganz frisch zu verarbeiten. Max, servus. Rolf, ich grüße dich. Natürlich präsentiert, wie immer, von McDonald's Hendricks oft und ganz, ganz oft in Augsburg, auch hier bei uns in der WWK-Arena im McCafé. Mindestens vielen Dank. Elfmal. Mindestens, Mal. Wenn nicht noch mehr. Es wird immer mehr. Ja, du hast dir gerade eine Zigarette angemacht. Du siehst nicht traurig aus. Ich bin es eigentlich auch nicht, obwohl man ja enttäuscht sein dürfte, nach einer 3-1-Führung das Ding 3-5 verlieren. Rolf, Entschuldigung, ich bin natürlich jetzt doch traurig, weil meine Mutter wusste bis eben nicht, dass ich rauche. Aber das ist natürlich jetzt Geschichte. Entschuldigung, kann ich jetzt nicht mehr rausschneiden. Ja, jetzt bin ich 48, es wird ja auch mal Zeit. Ja, jetzt ist ja egal. Er raucht ja sonst nicht. Eben, nur heute. Nur heute, das erste Mal. Und wie schmeckt die erste Zigarette? Nach Menthol. Ja, also es ist halt ein 3-1 gewesen, das man vergeigt hat. Aber, und jetzt schließen wir an. Das war nicht gegen irgendjemand, sondern wir haben eigentlich nur gegen Haaland verloren. Weil bis dato war das echt okay, das 3-1. Naja, man muss von Anfang an mal sagen, wir haben heute alle zusammen, alle 30.660 Zuschauer, ein Wahnsinnsspektakel erlebt in dieser Arena. Und ich habe ganz viele Leute gehört, so beim Rauslaufen, die gesagt haben, hey, die Unseren haben halt gar nicht so schlecht gespielt. Und wer die Augsburg kennt, der weiß. Das ist ein hohes Lob. Mehr geht eigentlich gar nicht. Und natürlich haben wir auch gedacht, wenn der Haaland von Anfang an gespielt hat, was wäre passiert. Mhm. Aber er ist spät gekommen. Wir haben wirklich das Beste gemacht, was man machen kann. Und ich bin froh, das Spiel gesehen zu haben. Das war heute wirklich richtig toll. Ich habe ja vor dem Spiel auch bei Twitter noch geschrieben, zum Beispiel, dass es heute gar nichts zu verlieren gibt. Und das behaupte ich auch nach wie vor. Ja, es war wie so ein Testspiel gegen einen sehr guten Gegner, wo das Ergebnis dann zum Schluss vielleicht wehtut, aber es war halt Dortmund. Und man hat ja gesehen, dieser Einkauf, ich glaube 20 Millionen Ablöse, ist ja ein Schnäpper. Dass man das sagen muss, gell, bei 20 Millionen, das tut irgendwie ein bisschen weh, aber es ist so. Also wenn man dann hochrechnet, ich habe das nochmal googeln müssen, ich glaube in diesen 3 Jahren zahlt Dortmund insgesamt 60 Millionen für ihn. In 3 Jahren kann viel passieren, wenn der so weitermacht, also unfassbar. Aber jetzt gehen wir erstmal zu unserer Mannschaft zurück. Wir haben stark begonnen. Dortmund hat natürlich ein paar Chancen gehabt, aber wir haben das gut gemacht. Und dann irgendwann Ruben Vargas in Warp-Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, war es Warp 2 oder 10? Der läuft da hinten durch. Da können die Dortmunder Verteidiger gar nicht mehr richtig hinterher. Und schiebt den halt wieder perfekt für Flo Niederlechner ein. Der schiebt den Ball immer so geil rein, finde ich. Ja, also diesmal hat's der Vargas gemacht. Beim nächsten Tor hat es dann ja der Philipp Max gemacht. Das ist ja eher die Schablone. Ja. Aber ich habe schon ein paar Leute gehört, die dann gesagt haben, der Vargas offensiv verliert zu viele Zweikämpfe, jetzt wird es mal Zeit, ihn auszuwechseln. Und genau in dem Moment geht er dann irgendwie vorbei. Dann höre ich wieder einen, der sagt, oh, der macht immer den gleichen Trick und ist dann aber wirklich so warpmäßig unterwegs, dass er ihn halt einfach perfekt macht. Haben sie richtig gut gemacht, die Buben. Und da war ein großes Hallo im Stadion. Und mir kommt so vor, als hätten die Dortmunder irgendwie zeigen wollen, wir haben jetzt mit der ersten Halbzeit haben wir die Vorrunde abgeschlossen. Ja. Da haben wir einige Chancen verkackt, wir waren nicht effizient. Und dann wechseln wir zur zweiten Halbzeit unser neues Juwel ein und zeigen, wie es ab jetzt läuft. Und ich glaube, das haben sehr viele gesehen in ganz Fußball-Deutschland, die jetzt sagen, okay, mit Dortmund ist wieder zu rechnen. Aber dazu müssen sie natürlich auch hinten zumachen. Ja, und trotzdem, die Pause war vorbei. Marco Richter kommt und zieht einfach ab aus einer Position, wo man sagt, ja gut, aber das war ja ein Traumtor. Ja, so ein ähnliches Tor haben wir auch bekommen in der Vorrunde. Ich weiß nicht mehr, gegen welchen Gegner das war, wo dann alle gewettert haben, hey, den muss unser Torwart fangen. Aber es war einfach ein Ball, der irgendwie, der Torwart steht ein bisschen zu weit vorm Tor, der fällt rein. Das hat er gewollt, definitiv. Mhm. Und dann war es 2-0 gestanden. Übrigens, es haben fast alle im Stadion gemerkt, dass es 1-0 und 2-0 für den FCA gestanden ist, bis auf Favre, der bei der Pressekonferenz nicht müde geworden ist, immer wieder zu sagen, dass nach dem 1-1 für Dortmund alles gut geworden ist. Er hat das 1-1 gesehen. Das hat er die ganze Zeit gesehen und er lässt sich davon auch nicht abbringen. Ich bin gespannt, wenn er morgen die Zeitung liest, ob er das dann auch sieht. Aber vielleicht steht es in der neuen Zürcher Zeitung gar nicht drin, man weiß es nicht. Dann wurde schon klar, dass also Erling Haaland, Entschuldigung, der heißt gar nicht Haaland,
Der ist Holland. Holland. Das weiß man, wenn man wie wir zwei in dem Alter sind, wir ja Skispringen anschaut. Ja. Die ganzen Norweger, da Hore und Holland und überhaupt, dann weiß man, also Holland heißt und der Holland hat halt einfach Maßstäbe gesetzt. Ja, der wurde dann eingewechselt, der hat sich umgezogen. Da habe ich mir gedacht, oh, das wäre jetzt aber schon cool, bevor der reinkommt, dass, wenn wir noch eins machen würden. Und ja, dann kam halt wieder Philipp Max Leichtigkeit, seine Leichtigkeit auf Niederlechner und der schiebt ihn wieder rein. Und dann steht es doch tatsächlich 3-1. Man hat es so hingenommen, finde ich. Und ich dachte mir immer, ey Leute, das ist der Wahnsinn. Ja? Wir spielen hier gegen Dortmund. Schaut euch mal bitte an, was da für ein Kader auf dem Platz steht. Und da ist noch nicht mal Mario Götze da auf dem Platz. Und ja, dann kommt der rein. Und ich hatte natürlich viel von ihm gehört. Ich hab mich gar nicht mit dem beschäftigt. Ich habe nur gemerkt, alle wollen ihn haben. Ganz Europa wollte ihn haben. Und zum Schluss ist er zum BVB gegangen. Dann kommt der da rein und ich wusste gar nicht, wie groß der ist, ehrlich gesagt. Unfassbare Körpersprache auch. Ja, und dann macht halt, ich glaube, der erste Ballkontakt war es nicht. Ich glaube, der zweite Ballkontakt war das. Und dann schiebt er den da rein, hinten an den Pfosten noch rein, ans lange Eck. Ja. Er hatte eine Dynamik am Start ohne Ende und böse Zungen, die in der ersten Halbzeit schon gesagt haben, der spielt nicht, weil er kommt aus der österreichischen Operettenliga. Mhm. Die sind dann immer leiser geworden und man muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht denkt sich Haaland jetzt auch, so schlecht ist die österreichische Liga gar nicht. Also in der Bundesliga geht es ja richtig einfach. Ja. Aber es könnte natürlich auch sein, dass in 10 Jahren Haaland sagt, sein bestes Spiel, das er je gemacht hat, war in Augsburg bei dem 5:3. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich glaube schon, dass der eine Bereicherung für die Bundesliga ist. Und wir werden noch viel Freude haben, wenn man auf Spannung im Meisterschaftsrennen steht. Ja, das kommt ja noch dazu. Also jetzt ist Augsburg die erste Mannschaft gewesen. Er hat da gleich 3 Tore gemacht, was natürlich auch absurd ist schon wieder. Hat den Ball übrigens mitgenommen. Den Ball, gut, es sind ein paar Bälle im Spiel, aber man nimmt sich halt den Ball mit. Und ja, der Kerl ist 19 und hat uns aber dann ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Denn es ging super, super schnell. Auf einmal stand es 3-3 und dann kam diese unfassbare Abseitssituation, wo es wieder ewig gedauert hat, bis man überhaupt mal Abseits überprüft hat. Das ist was mir tatsächlich heute als einziges sauer aufgestoßen ist. Du hast halt im Stadion, und deswegen bin ich ganz schwer gegen den Videobeweis in seiner jetzigen Form, niemals mehr diese Emotionen, wie sie früher da waren. Das heißt, du schaust die ganze Zeit, die Schiedsrichter, die Linienrichter, übrigens der eine Linienrichter, sah aus wie unser Außenminister, wie Heiko Maas, finde ich. Die heben einfach die Fahne dann, wenn die Situation vorbei ist. Das ist wohl auch so gewollt. Ich glaube, sie dürfen es nicht mehr. Ja, genau. Ja. Aber mir kam es dann auch so vor, als wäre es beim FCA anders als auf der anderen Seite. Mhm. Und man hat einfach das Gefühl, man muss immer in alle Richtungen gucken, bevor man dann überhaupt mal registriert, ist es ein Tor, ist es kein Tor, was passiert. Das tut weh und das finde ich nicht gut, so wie es ist. Also das nimmt viel, viel Emotionen raus. Das war das nicht das Sahnehäubchen, sondern die saure Bohne heute in dem Spiel. Aber ja, ansonsten haben wir echt einen tollen, tollen, tollen Nachmittag. Ich habe noch gar nicht gesehen, ob das Abseits war, jetzt wo wir das Es war aufnehmen. Kein Abseits, ich habe es gesehen. Ich habe es mir gerade bei Abseits, auf der Zone angeschaut, es war kein Abseits. Es gibt ja noch eine Situation, wo Flo Niederlechner beim 3:3 im Strafraum gefoult wird und sehr, sehr intensiv protestiert. Und er ist ja keiner, der immer irgendwie jammert. Ja. Und da war ich mir sicher, dass es wenigstens überprüft wird. Wurde es nicht, aber es hat in keiner Zusammenfassung mehr eine Rolle gespielt. Deswegen war es vielleicht kein Foul. Ja. Aber da hätte ich mir auch gewünscht, irgendwie so aus meiner Sicht, aus dem S-Block raus, war es direkt in der Flucht. Es hat ausgesehen wie ein Foul. Wäre dann vielleicht mit einem verwandelten Elfer das 4:3 gewesen, wäre eine andere Situation. Aber offensichtlich war es nichts, weil sonst hätten sie es vielleicht überprüft. Generell, Schiedsrichter hat es gut laufen lassen. Manuel Gräfe. Ich bin ein Fan von ihm, ja. Er hat also ja seine eigene Linie und es gab auch kaum Fouls, muss man sagen. Ich glaube, das ganz war sehr, die erste sehr, gelbe Karte, ja. Sehr, sehr fair eigentlich. Obwohl es da ja um was ging. Ja klar, für Dortmund ging es vielleicht sogar noch mehr als für uns, aber ja, schade eigentlich, dass wir jetzt dann doch keinen Punkt geholt haben. Ja, aber dennoch, ich hoffe nicht, dass es irgendeinen Knacks für die Mannschaft gibt. Unser Trainer war auch auf der Pressekonferenz sehr selbstbewusst. Er wusste auch, dass es nie 1:1 stand. Das macht mich sehr froh, dass er die Klarheit noch hat von beiden Schweizern. Sicher in der Pressekonferenz der klarere. Aber ja, letztendlich fahren wir jetzt nach Berlin. Wir haben gerade eben das 1:0 von Berlin in Leipzig gesehen, bevor wir hier rausgegangen sind zum Podcast. Wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. Berlin hat auch den Yunus Malli verpflichtet, einen Spieler irgendwie von Wolfsburg, den wir in Augsburg vielleicht auch gerne gesehen hätten. Wir freuen uns alle unglaublich. Fährst du mit nach Berlin, Rolf, übrigens? Ich habe leider keine Zeit. Das schmerzt. Schmerzt, ja. Ich werde ein Weinscholle für dich mittrinken. Mach das. Oder einen McCafé irgendwo. Eine Fassbrause vielleicht. Oh, aber Fassbrause ist ohne Alkohol, das ist nicht so mein Style.
Übrigens, Rolf hat mir heute in der Halbzeit eine Mail geschrieben. Max, heute nach dem Spiel ist Podcast, Hände weg vom Weinschorle. Ich habe jetzt zuerst gedacht, eine Unverschämtheit, aber eigentlich hat er recht. Ja, du kannst ja jetzt noch trinken. Du hast ja Schnaps bestellt sehr oder gerne. Irgend sowas. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich muss ja jetzt dann zum Handball heute spielen. Deutschland gegen Kroatien ist ja ein Do-or-Die-Spiel, wie wir sagen. Mhm. Können wir auch noch nicht drüber berichten, schau. Das ist halt immer aber das, die Leute wissen es ja dann schon und wissen, ob wir eine Handballnation sind oder eine Eishockey-Stadt oder eine Fußballstadt. Wir sind alles. Wir sind eigentlich alles. Wer heute das erste Mal gespielt hat, Edu Löwen. Auch? Haben wir kurz schon thematisiert in der letzten Ausgabe. Auch. Hat jetzt, also es war natürlich schwer zu dem Spielstand reinzukommen. Er kam beim 5-3, kam er rein, glaube ich. Ja, ja. Aber man sieht schon, er musste dann zuerst auch in der Sturmspitze spielen, weil er für, wer war da vorne drin, für wen ist er eingewechselt worden? Gott. Das finden wir noch raus oder notfalls auch ihr. Und wurde dann nach der Auswechslung von Dani Bayer auf die 6 nach hinten gezogen. Das sieht danach aus, als könnte man ihn vielseitig einsetzen. Mhm. An dem werden wir noch viel Freude haben. Und es gab, glaube ich, noch jemanden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch Saranranre hat heute sein... Saranranbase. So, da haben wir übrigens überlegt, wenn der jetzt genauso wie Haaland irgendwie einen Dreierpack macht nach 10 Minuten, dann könnten alle singen Saranranranre. Naja, könnten wir auf jeden Fall schöne Songs über ihn machen. Der hat, glaube ich, heute auch das erste Spiel für den FCA gemacht in der Bundesliga. Und an den beiden werden wir die Freude haben. Und Dortmund ist nicht unser Maßstab, obwohl wir heute ganz lange so ausgesehen hätten, als könnte das unser Maßstab sein, und das freut mich einfach. Ich habe auch schon gesagt, das Spiel war trotzdem gut. Das ist super enttäuschend, wenn du dann das verlierst, natürlich, weil was drin gewesen wäre, aber es war trotzdem gut gespielt. Wir haben uns nicht abschlachten lassen, auch wenn vielleicht ein 5-3 ein bisschen so aussieht teilweise, aber wir haben trotzdem 3 Tore geschossen gegen Bürki. Also ja, es sieht auch, finde ich, nicht so aus. Heute hat auch wieder, ich glaube, das war das Spiel, das die meisten Leute elektrisiert hat an diesem Samstagnachmittag. Und wir haben der Fußballfamilie in Deutschland gezeigt, dass der FCA ein wichtiger, ernstzunehmender, etablierter Partner in der Bundesliga ist. Und da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde, das war wirklich, wirklich eine tolle Leistung. Und ich bin schon ganz oft auch nach Siegen aus der WWK Arena rausgegangen und habe mir gedacht, puh, das war jetzt aber ganz schön zäh. Das heute war, und ich sage es nochmal, ein Spektakel. Ja, war ein Spektakel auf beiden Seiten. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ja auch eine kleine Sensation ist, als Eduard eingewechselt wurde, schreit die ganze Fankurve, und das muss man auch mal festhalten, Löwen. Ja, kommt in Augsburg nicht so oft vor. Ist noch nie da gewesen. Also ist mir noch so am Rande aufgefallen, so als Späßchen. Wir haben ja auch noch Raue Leo in der Mannschaft, das ja auch Goldener Löwe heißt. Aber mein Gott, wir akzeptieren die Löwen, die sind ja auch maximal oder minimal 2 Ligen unter uns, deswegen kann man das schon verkraften. Solange Sascha Mölders da spielt, ist das sowieso alles in Ordnung. Genau so ist es. Was wir gar nicht besprochen haben bei unserer letzten Winterpausen-Ausgabe im Podcast, ist ja, dass der FCA jetzt international werden will, noch mehr als wir schon sind. Man geht auf Amerika-Reise. Oh ja. Wir fahren nach Amerika. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, das ist wohl in der heutigen Zeit so. Ich weiß, dass die Verantwortlichen des FCA schon ganz lange überlegen, wie man eben internationaler wird. Wir hatten da ja mal die Schiene mit den südkoreanischen Spielern, wo dann ja auf einmal auch in einem Markt, der richtig wichtig ist für einen Fußballverein, dann auf einmal Interesse geweckt wird. Und jetzt fährt man nach Amerika und schauen wir mal, ob wir der kleine Bruder vom FC Bayern sind, den man dann auch ernst nimmt. Ich persönlich finde es so mittel, weil ich meine, wir könnten uns die Zeit sparen, nicht so weit zu reisen, aber sie werden sich sicher was dabei überlegt haben, und dieses perspektivische Denken ist ja was die Vereinsführung auch immer ausgezeichnet hat. Richtig. Da reicht es vielleicht bei mir auch nicht. Mhm. Meinst du, dass es wichtig ist, dass wir in Amerika präsent sind? Also wichtig ist ja immer relativ. Also das wird ja einen Grund haben, warum wir das machen. Wichtig muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es aber trotzdem irgendwie cool, weil das macht einen größer so ein bisschen. Das klingt immer so, oh, die Bayern, die fliegen immer da und die fliegen dahin. Ja, schau, aber das habe ich mir zum Beispiel gedacht, wenn ich die kurz unterbrechen darf. Sorry, Rolf, wo wir in Malta im Trainingslager waren bei den Testspielen, hat ja der FCA auch die ganzen Banden mit hingeschafft, der FC Augsburg in Malta. Ja. Und das sieht schon geil aus. Ja. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen strange, vor allem, wenn man sich nur erinnert, wie der FCA in Elversberg gespielt hat vor 700 Zuschauern. Aber das ist ja genau das, wo wir eben jetzt nicht mehr sind. Und deswegen hast du schon recht mit dem, was du es sagst. Es ist ja eine gute Mischung. Man muss halt so dieses Erdige haben, so dieses in Anführungszeichen kleine Zusammenhalt, Familie, aber dann auch mal ein bisschen think big. Genau. Kann man doch machen. Ja, und darum geht's. Und wenn da nur ein Werbepartner irgendwie erschlossen wird, der uns weiterhilft,
dann hat sich das auf jeden Fall auch schon gelohnt. Witzigerweise, weil wir gerade bei Ausland sind, ich habe heute 2 Nachrichten bei Instagram bekommen. Eine Kollegin von mir, von ATV, die ist jetzt auf Weltreise, die machen so Südamerika, die haben uns geguckt. Und noch jemand aus Peru hat mir geschrieben, er hört uns, hat so einen Fernseher mitgeschickt, wo dann der peruanische Reporter geschrien hat, dass die Tore fallen. Und ja, ich höre dich auch hier, Rolf. Es ist schon, also die Bundesliga wird überall gezeigt, auf der ganzen Welt. Das darf man nicht vergessen, gerade so ein Topspiel wie gegen Dortmund. Da habe ich auch eine Geschichte, weil unser Kollege Charlie Sono von der Neuen Szene war jetzt auch auf 3 Monate im Urlaub irgendwie in Asien und hat dann in Thailand irgendwie von dem Hotelbesitzer erfahren, dass das Spiel gegen Hertha damals jetzt live gezeigt wird. Und er hatte vorher ein bisschen irgendwie die Faxen dicke, weil wir nicht so gut waren in der Hinrunde am Anfang und hat dann eben das Spiel gesehen live in Thailand, FC Augsburg gegen Hertha BSC 4:0 und war mega stolz und ist am Ende des Tages dann eigentlich fast wie ein Pascha durch das Hotel getragen worden, weil der FCA so geil ist und keiner von diesen Leuten, die das Spiel mit ihm gesehen haben, werden jemals den FCA vergessen. Das ist so. Aber vielleicht rechtfertigt das dann auch wirklich dann ins Ausland zu gehen, jetzt vielleicht Amerika und dann kann man das ja vielleicht mal ausweiten. Natürlich sind wir logistisch und finanziell natürlich ein ganz schöner Aufwand und zeitlich natürlich, aber warum nicht? Also man macht ja von sich reden. Ja, und vor allem der Verein weiß ja, was er sich leisten kann. Der Verein ist ja bekannt dafür, sie machen nur das, was Sinn macht und deswegen wird es Sinn machen. Wir lassen uns einfach irgendwann mal dieser Tage erklären, warum das genauso ist. Ich weiß zum Beispiel, dass es irgendwann mal auch eine Überlegung gegeben hat, dass die Firma, die eben Walt Disney präsentiert, überlegt hat, beim FC Augsburg einzusteigen. Vielleicht kommt das irgendwann mal so weit, das ist schon ein paar Jahre her, ist bis jetzt noch nicht so weit gekommen, aber da gibt es ja auch persönliche Kontakte, die da eine Rolle spielen und mal schauen, was dann da irgendwie alles so noch vor sich geht. Und die Augsburger Puppenkiste, die ist ja auch in Asien schon unterwegs gewesen, also wenn der Kasperl das schafft, dann schaffen wir das auch, wobei der ja sowieso zu uns gehört. Was hat er heute getippt? Ein 2-1, gell, oder? Nee, ein 1-0 hat er getippt. Ja, der Kasperl ist immer sehr, sehr optimistisch. Da muss er ja. Wie hast du es heute vor dem Spiel irgendwie wahrgenommen? Ich wusste es gar nicht, weil so nach einer Pause weiß man nie, was kommt. Was hast du für ein Gefühl gehabt? Ich gehe ja grundsätzlich ohne Gefühl rein, aber ich habe mir gedacht, einen Punkt hätten wir schon, weil Dortmund zu Hause, das ist immer, das liegt uns schon ganz gut. Aber ja, schade. Was man vor allem ja sagen muss, die letzten Spiele gegen den BVB waren immer sensationell. Wir haben in Dortmund immer besser ausgesehen als zu Hause am Ende des Tages. Ich glaube, wir haben zu Hause noch nie gegen den BVB gewonnen. Das müsste ich aber nochmal nachschauen. Stimmt doch gar nicht. Ah, das war das eine Spiel, wo... Letzte Saison haben wir doch das letzte Spiel. Du hast recht. Das Spiel gegen Dortmund, es war ein Freitagabendspiel. Du hast recht, haben wir gewonnen. Sensationell, was uns ja auch dann den Weg zum Klassenerhalt weiter... Genau, wo Gigi dann das Siegtor geschossen hat. Aber auch in Dortmund waren wir schon vorne zur Halbzeit, kann ich mich noch erinnern. Da hat Vogt, der jetzt von Hoffenheim nach Bremen gewechselt ist, hat dann ein Tor vor der Halbzeit geschossen, haben wir am Ende trotzdem verloren. Aber wir haben gegen Dortmund immer torreiche Spiele gesehen und es war immer richtig toll. Und ich bin eh irgendwie ein Fan von den Farben. Ich mag gelb-schwarz. Und das Stadion war heute übrigens auch sehr gut gefüllt. Und es waren auch sehr viele Dortmund-Fans und Sympathisanten da. Aber am Ende war es ein ganz freundschaftlicher Umgang, der uns Augsburger auch so auszeichnet. Und deswegen war es ein schöner Nachmittag. Kann man Dortmund natürlich wünschen, dass sie weitermachen und den Meisterschaftskampf da spannend halten. Jetzt Leipzig ist vorne dabei. Wie hast denn du das Spiel Schalke gegen Gladbach gesehen? Das war ja natürlich für uns Augsburger auch sehr interessant, weil ja Michael Gregoritsch aufgelaufen ist. Ich wusste nicht, dass er in der Startelf steht. Ich kann es sagen, ich hätte es mir schon für ihn gewünscht, weil er ja natürlich auch so euphorisch war. Und ja, es war der Mann des Spiels. Das muss man neidlos anerkennen. Vorlage, Tor und noch eins verhindert, weil der wäre reingegangen, wenn er nicht auf der Linie gestanden wäre. Man freut sich ja mit, weil auch der Marktwert steigt. Genau darum geht's. Also ich habe erstmal vorab, ich habe das Spiel gar nicht gesehen, weil ich war im Elfer in dem Trakt, der Bulli ist. Da haben wir gestern Köln gegen den AIV angeguckt und habe dann aber am Ende mir sagen lassen, wie es passiert ist. Habe es mir natürlich nochmal angeschaut, irgendwie in der Zusammenfassung. Und ich würde jetzt mal sagen, ich mag ihn, weil er ist ein netter Kerl. Ja. Als Mensch, ich mag ihn aber nicht als Spieler und ich glaube, der FCA wäre sehr gut beraten, wenn dieser Vertrag mit Schalke vor Februar, spätestens März abgeschlossen wäre, weil er überall am Anfang gerockt hat und irgendwann dann gab es was ihm nicht gepasst hat und dann ist die Leistung rapide abgefallen. Er hat das gestern toll gemacht und ich freue mich auch für ihn, aber die Art und Weise, sich dann hängen zu lassen, unbedingt woanders hinzuwollen, nach einem Tag zu sagen, wie geil es im neuen Club ist. Er hat es spitze gemacht. Ich wünsche ihm alles Gute, aber für mich zählt nur, was am Ende an Geld für uns dabei rumkommt. Alles andere interessiert mich dann nicht mehr. Da bin ich zu sehr rot-grün-weiß, ehrlich gesagt. Große Frage.
Wird Gladbach das selber vermasseln alles oder bleiben die oben? Weil ich fand die gestern nicht so gut. Ich habe im Elfer eine, habe ich auch schon öfter erzählt, so eine Altfohlengruppe. Die sind wohl in den guten Zeiten von Borussia Mönchengladbach sind die zu Fohlen geworden. Unsere Altfohlen, wie wir jetzt sagen. Ja. Die sagen selber, dass Gladbach in der Vorrunde völlig über Wert gespielt hat. Der Marco Rose hat irgendwie einen Stern, der über ihn leuchtet. Vielleicht aus der Zeit, wo er mit Kloppo agiert hat, dass das irgendwie aufstrahlt. Die haben ganz gute Spiele gemacht. Aber ich glaube, wenn Gladbach am Ende in der Euroleague landet, dann sind sie gut beraten. Mhm. Zu mehr reicht die Mannschaft nicht, zu mehr reicht der Kader nicht. Das ist meine Meinung. Vielleicht werde ich aber auch nicht besser bewertet. Jetzt geht's für uns nach Berlin. Alte Försterei, du bist dabei. Ja. Du wirst frische Eindrücke sammeln für unsere nächste Ausgabe. Und so dann ist es, wir lesen sogar am Freitagabend noch, das ist zwar eine geschlossene Gesellschaft, aber wir lesen gegen den, der das 111 Jahre Union zu lieben geschrieben 111 hat. Gründe. 111 Gründe. Lesen wir gegen ihn, das hatten wir im Vorrundenspiel auch schon so gemacht, in dem Geburtslokal von Union Berlin. Und dann schauen wir uns das Spiel an, genauso wie vor 11 Jahren, wo wir uns das Zweitligaspiel angeschaut haben. Und ich freue mich unglaublich drauf, weil ich ein großer Fan von diesem Club bin. Mal schauen, vielleicht nehmen wir was mit aus Berlin. Und dann kommt Bremen. Du hast gesagt, Kevin Vogt ist rüber gewechselt. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber dadurch, dass ich dich habe, du weißt ja alles. Sehr gerne. Von Hoffenheim, ja, da war er, haben wir ja beim Hoffenheim-Spiel oder nach dem Hoffenheim-Spiel auch bemerkt. Staffi nicht drin, Kevin Vogt nicht drin, jetzt ist er bei Bremen. Die haben heute gewonnen, knapp, glücklich, 1-0 in weißt Düsseldorf. Weißt du, aber gespielt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen bis jetzt. Ja, Bremen, das ist ein Spiel, das du gewinnen musst. Leider. Leider musst du es gewinnen. Auch eine Mannschaft, die ich in den 80er Jahren zum Kotzen fand, weil sie hässliche Puma-Trikots hatten und Otto Rehhagel als Trainer. Aber die haben mittlerweile, seit wir im Pokal-Halbfinale bei denen gespielt haben, 2007 oder so, oder 10 war das schon, okay. Seitdem mag ich den Club richtig gern. Das ist eine geile Stadt mit super linken Vierteln. Also ich mag diese Stadt unglaublich gern und ich mag auch den Verein unglaublich gern. Deswegen fotzen sie hier trotzdem weg, weil wir ja am Ende des Tages über Bremen stehen wollen in der Tabelle. Aber freue ich mich drauf und wir werden das Spiel auch gewinnen zu Hause. Jetzt müssen wir noch alle grüßen, die uns immer Kommentare schreiben auf YouTube und wo auch immer. Und viele haben uns geschrieben, wir hätten in der letzten Ausgabe jemanden anders verletzt. Oh, das war mein Fehler, verdammt. Ja, wen haben wir verletzt und wer war, Stanic hätten wir verletzt, ne? Ja, aber der ist Simon Asta. Der Stanic hat dann im gleichen Spiel gleich mal gespielt und dann habe ich mir gedacht, die Wunderheilung. Ja, und dann bin ich rot angelaufen und grün und weiß und habe mir gedacht, hey, sorry, wir wünschen natürlich Simon Asta alles Gute nach dem Kreuzbandriss. Habe ich verwechselt. Ja. Selbst ich mache manchmal irgendein Fehler. Ein junger Spieler war es. Nee, also, nein, scheiße, tut mir furchtbar leid, weil es ja auch blöd ist, aber danke an alle die uns das gleich gesagt haben. Daran sehen wir ja auch, dass wir gehört werden und dass es interessiert, was wir sagen. Wir wünschen natürlich dem Spieler, den es wirklich erwischt hat, nämlich Asta, alles Gute und hoffen, dass er bald wieder zurückkommt. Klar. Ihr könnt uns gerne bei YouTube Kommentare schreiben, wir lesen das. Ja. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben. Bitte schreibt in den Betreff oben rein, Feuer und Flamme Podcast. Und dann schickt ihr das Ganze an hitradio@rt1.de. Kommt dann auch direkt zu mir und ich leite das Max natürlich gerne weiter, wenn ihr mal was Bestimmtes hören wollt oder so. Wir freuen uns drauf. Dann haben wir auch das Spiel gegen Dortmund schon abgehakt. Gibt es noch irgendwas, was uns aufgefallen ist am Rande? Nö, alles gut. Marvin Hitz habe ich getroffen. Ja, ich habe heute in der AZ gelesen, dass er sehr unzufrieden ist mit seiner Reservistenrolle. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. Naja, da habe ich dann vorhin auch mit jemand gesprochen. Es ist ja wahnsinnig schwierig, wenn du zwei Top-Torwarte hast. Aus Vereinssicht, aus Dortmund-Sicht, völlig klar, wenn sich der eine verletzt, ist der andere da. Hat Marvin Hitz ja nun das ein oder andere Mal schon bewiesen, was er da und es waren immer große Spiele gegen Ja, das waren Bayern immer große Spiele. Es waren immer richtig große Spiele. Aber natürlich, aus Torwart-Sicht, wenn Bürki ist die Nummer eins, das ist einfach so. Ich meine, jetzt ist er jung noch und will ja spielen, aber natürlich verdienst du dann auch gut Geld. Ich verstehe das schon alles, dass er dann da ist. Aber wie du gesagt hast, ganz zufrieden kann man nicht sein. Ja, das ist echt schwer. Sind wir ehrlich, keiner hat damit gerechnet, dass Hitz Bürki tatsächlich verdrängen kann. Er hat ja damals die WM auch sausen lassen extra. Im Gegensatz zu Bürki sind ja beides Schweizer, wie die beiden Trainer, die heute da waren, auch. Aber es hat halt nicht ganz gereicht. Aber er hat sich dazu entschieden. Und du, alles Gute für ihn. Seine Karriere ist im Ausklingen und das hat er so gemacht und da hat er sich dafür entschieden und da muss er natürlich jetzt mit der Situation auch fertig werden. Mal schauen, ob wir ihn vielleicht mal wiedersehen, auch eventuell woanders, kann ja durchaus passieren. Was ist noch passiert so in den letzten Tagen? Nübel zu Bayern, das ist auch der Transfer, wo er sicherlich nicht spielen wird.
sage ich mal. Neuer wird da. Und bei Schalke jetzt auch nicht mehr eine Glanzleistung, die da verbracht worden ist. Also der in Anführungszeichen zweite Torwart, wie heißt der, Schubert? Genau, der aus Dresden gekommen ist, an dem der FCA auch Interesse hatte. Also Schalke tut schon richtig daran, da irgendwie ein Zeichen zu setzen. Ich bin sowieso überhaupt kein Freund von den Leuten, die dann irgendwie überhaupt nicht mehr wissen, wer sie groß gemacht hat. Nübel wusste ich ja auch nicht, kommt eigentlich aus Paderborn und ist dann eben von Schalke verpflichtet worden. Meint halt jetzt, ich meine, wir stecken alle nicht drin. Vielleicht gibt es da irgendwelche Verträge. Klinsmann hatte ja wohl eine Spielgarantie beim FC Bayern, im Gegensatz zur Trainerlizenz, aber das steht auch auf dem anderen Blatt. Die hat er ja jetzt wieder. Echt, ist das so? Ja, die hat er doch irgendwo verloren. Und die Putzfrau ist im Urlaub, die konnte gar nicht nachreichen. Nee, aber ich glaube, DFL und DFB haben gesagt, du hast es wieder. Habe ich nur gelesen heute so. Ja, aber gut, das ist halt einfach so in diesem Geschäft. Wir erfahren nie die wahren Geschichten. Ist vielleicht auch ganz gut so, weil die Fußballromantik dadurch ein bisschen verloren geht. Aber schauen wir mal, was mit Nübel passiert. Ob Manuel Neuer ihm ein paar Minütchen gönnt, ich glaube nicht. Vielleicht wird dann auch mit Sven Ulreich ein Trainer frei, der vielen anderen Bundesligamannschaften gut tun würde. Wir werden sehen, was passiert. Was noch passiert ist, und das ist auch eigentlich erstaunlich, dass heute Köln gegen Wolfsburg 3-1 gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben sich mal aus dem Keller gespielt. Das ist gar nicht schlecht. Ja, und vor allen Dingen, weil ja ganz viele gesagt haben, dass Gisdol, dieser blonde Trainer mit der Frisur aus den 80ern, absolute Fehlbesetzung ist. Du bist ein ziemlicher Frisurenfetischist, muss ich feststellen. Ja, egal welcher Spieler, du weißt immer, welche Frisur er hat. Oder Trainer. In der heutigen Zeit ist es auch wirklich schwierig, auch heute bei uns wieder diese Dreiecksfrisuren. Egal, meine Frisur ist auch beschissen, sagt meine Frau. Aber es ist völlig wurscht, mir fällt das halt auf. Fakt ist, dass dieser Gisdol am Anfang genau das abgeliefert hat, was alle von ihm erwarten. Nämlich 3 Niederlagen, glaube ich, in Folge. Und seitdem läuft es mal so richtig. Und Horst Held ist eh ein guter Mann, weiß ich noch, weil er damals mit meinem Freund Armin Fee bei Stuttgart Meister geworden ist. Die wissen auch, was sie tun, und wir brauchen einfach 2 oder 3 andere, die am Ende der Saison hinter uns stehen. Oder es läuft so weiter, wie es heute in der ersten Halbzeit war, und wir haben damit überhaupt keine Probleme. Boah, haben wir viel Zeit verquatscht heute. Schau mal auf die Uhr, so knapp 27 Minuten. Okay. Aber es hat Spaß gemacht. Mir hat das Spiel trotzdem Spaß gemacht, trotz der Niederlage. Voll. Und wir müssen jetzt sowieso los, weil wir sehen gerade, dass die Mitarbeiter vom FCA die Sitzplatztribüne mit der Folie Tauben, abdecken. Der Taubenscheißdreckfolie. Wegen Taubenkürtel. Und das ist auch gut so, weil ansonsten frisst sich das in die Jeans. Ja. In die Jeans beim nächsten Mal. Ja, Max, ich danke dir. Wir danken unserem Sponsor McDonald's Hendrix über 12, 13, 14 Mal ganz in Augsburg. Ihr sucht ihn einfach, ihr findet ihn einfach in der WWK Arena auch. Und da gehen wir beide jetzt hin und holen uns noch einen schönen, leckeren Mac-Kaffee. Und einen Donut von Hendrix. Super. Geil. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.